testimony. Der Spot heißt Intelligently Combined. Auf die Idee kamen wir, weil wir zusammen mit dem Kunden festgestellt haben, dass ganz viel, was in diesem Audi A4 TDI-E drin ist, da gibt es halt so Techniken wie Start, Stopp, Bremsrekuperation, das haben aber auch andere Wettbewerber. Aber es kam halt darauf an, wie Audi diese Techniken in diesem speziellen Fahrzeug miteinander kombiniert hat. Von da war der nächste Schritt zu sagen, okay, intelligent kombiniert, das ist ähnlich wie bei einem Zauberwürfel, da muss man auch irgendwie den vierten Schritt einkalkulieren, bevor man den ersten macht. Und so kamen wir dann halt auf das Bild des Würfels. Wir haben gemerkt, dass wir ein ganz tolles Skript da in der Hand haben, weil wir mit Markenfilm gleich eine ganz tolle Produktionsfirma gewinnen konnten und Markenfilm dann auch mit Carl-Eric Winch als Regisseur als Vorschlag gekommen ist, der auch sofort angesprungen ist auf dieses Projekt. Und Digital Domain als Produktion in Los Angeles. Also wir hatten da ein super Setup am Start von Cracks und Experten, die alle total Lust auf dieses Projekt hatten. Die größte Herausforderung war es, dass dieser Film echt aussieht, weil er ist zu 99% am Computer entstanden. Und gerade bei Glas ist es unheimlich kompliziert und eine große Herausforderung, dass das am Ende auch entsprechend real aussieht. Da haben bestimmt über 20 Operator an diesem Film gearbeitet. Jeder hatte eine einzelne Sektion. Was ich sehr, sehr wichtig fand bei der Produktion des Filmes, war, dass wir uns immer, obwohl es ein totales fiktives Gerüst ist, was wir entwickelt haben, immer an einer Logik entlang gehangelt haben. So wurde zum Beispiel mal ein reelles Gewicht ermittelt, wie viel so ein Cube denn wohl wiegen wird, wenn er dann in dieser Größe in einem so großen Raum hängen würde. Und dementsprechend wurde auch die Stahlseilaufhängung konstruiert, dass sie so ein Gewicht tragen könnte. Was man aber auch in der Zeit nach der Entstehung dieses Films merkte, dass immer wieder andere neue Arbeiten, neue Kampagnen an diesem Film gemessen worden sind. Der Film verkörpert wirklich in der besten Art und Weise faszinierende Überlegenheit und eben Vorsprung durch Technik und ist, ich glaube, das kann man sagen, über viele Länder hinweg ein Benchmark und deshalb auch unser Meisterstück. Wie wir noch gar nicht vorgestellt haben, ist unsere Agentur DAX, der heute Morgen meinte, er will unbedingt mit auf dieses Bild. Und jetzt kriegt er wieder keinen Ton raus, typisch. Heute Morgen hat er noch rumgequäkt, oder? Sag mal was. Na, nächstes Mal.